Moin, moin, liebe Leute, willkommen zurück hier bei Manni und Günis Bauimperium zusammen mit dem Manni. Guten Günner. Und den Dominik. Hallo. Der beste Mann hier auf der Firma. Ja, Dominik, genau. Hier, so. Ja. Dominik, tu mal hier die letzte Wandgrundierung noch da rein, bitte. Ja. Ich habe übrigens mit deinem Vater gesprochen, dem Brunsman. Ja. Der hat mich darum gebeten, dir ein Fest Ding zu geben. Ja, und wo ist der Arbeitsvertrag? Ich würde es ja gerne geben, aber der Manni spielt da ein bisschen gegen. Wo ist der überhaupt? Kommt zu spät, wie immer. Nee, ich komm schon, ja. Ich bin unterwegs. So, hier ist er, der Manfred. Okay? So, was war denn eigentlich, was steht denn als nächstes? Noch die eine Wandgrundierung muss drauf. Die Wandgrundierung hier? Ja. Und okay. Dann müssen wir wieder gießen. Wandgrundierung, ja, gießen. Und dann kannst du dir gleich mal den großen LKW schnappen. Da musst du die fertig werden, du musst jemand abholen. Ja. Also 16 Fertigwände, okay. Fertigwände? 16 Stück, ja. Soll ich die schon mal kaufen gehen? In der Fertigwandfabrik? Ja. Mit was für einem LKW? Mit dem großen. Genau. Was ist denn mit dem großen? Ja, nimm mal den da, den MAN. Der ist groß genug. Der ist groß genug. Den hier? Ja. Ja, wo soll ich die draufladen? Da kommt ein Anhänger. Der wird gestellt. Ach so? Ja. Ich kauf die schon mal. Ja, kauf die schon mal. Da fahr ich mal los und hol mal die Dinger. Ja. Scheiße, ich hab's Radio heute nicht an. Das ist doch nicht kacke. Sag mal, brauchen wir die Weize nochmal? Nee. Da fahrst du die Weize jetzt zurück zur Firma. Jo. So. Wo ist denn die Flachzange? Hockt die im LKW und klötzt du drauf zu, wie du die Fertigwände da machst, oder was? Ich glaub schon. Warte mal, jetzt geht's noch weiter hier. Och, na, herzlichen Glückwunsch. Jetzt kann er sich ja mal beweisen, der Kollege. Ja, der Dominik. Jetzt kann er sich ja mal beweisen. Der Dominik, der tut mal eben hier, ne? Gießen. Ich brauche aber jemand, der mitkommt hier, will ich eine Fertigwette abholen. Ich bin schon da. Na gut. Viel Auswahl hab ich ja nicht mehr. Dö. Ich kann die noch gar nicht holen. Was ist das denn? Aber Günther. Ah, oh, Manni, das geht noch nicht. Der eine Tieflader steht über Scheiße. Kannst du trotzdem mal die Weize runterfahren, Jörn? Ja, ich komm. Dö. Oh, die Walze, sagt er. Wo haben wir denn die Walze? Hier immer die Weize runterfahren, Günther. Ja. Was machst du denn? Ich bin da. Mach mal hinten auf, du. Warte. So, warte, jetzt muss das Ganze runter hier. Wie ist noch Zylinder hier? So, auf geht's. So, brauchen wir jetzt noch was anderes? Ja, Fertigwände können wir noch nicht holen, dann müssen wir warten, bis es soweit ist. Da können ja. Wir. Komm mal mit. Ja, warte. Ich muss mal ganz kurz hier einparken. Neuer! Hier. Ja. Gießt du schon die Pfeiler? Ich bin unterwegs. Wie unterwegs? Jetzt zur Baustelle. Wo bist du? Unterwegs. Ja, wo du bist? In der Betonpumpe. Ja, die war da an der Baustelle. Die war nicht da. Die musste ich reinigen auf ihren Wunsch. Ja, hat er recht. So, na gut. Ja, mach weiter. So. Komm, steig ein. Mal, was macht ihr? Huch. Steig ein. Was? Ja, ich komm doch schon. So. So, Manni, wir müssen reden. Was los? Was ist denn jetzt? Sollen wir den Jungen Festvertrag geben oder nicht? Nee, hab schon gesagt. Warum denn nicht, Manni? Ja, weil der nicht kann. Weil der nur die große Fresse hat und sich anstellt. Ja, und wen sollen wir sonst nehmen? Ja, keinen. Wollen wir zu zweit wieder bleiben? Ja, was willst du denn mit dem? Wenn der... Günther, falsche Seite. Ich merke doch gerade. Günther, falsche Seite. Oh, Günther, Latte. Manni, Entschuldigung.
Also jetzt versucht durch die Laterne durchzukommen? Ja, irgendwie schon. Günther, was machst du? Wir holen jetzt hier einen Container. Einen Container? Den brauchen wir gleich, wenn er da fertig ist mit seiner Spritzerei. So, hier, Manni. Ja. Jetzt gehen wir auf den Beifahrersitz und dann hängst du gleich die Scheiße dran. Ich hole ihm einen Container beim Rudolf. Mit dem Fahrersitz. So, wir brauchen einen Container. Sag mal, wie geht denn die... Ach. Jetzt ist so. Günther, was bist denn du von Klöppi? Warum? Das ist ein Notstromer! Oh! Ja, den brauchen wir nicht. Was habe ich denn jetzt gekauft? Ey, ist doch nicht dein Ernst, oder? Großer Generator. Ach da, Container, der war da drunter, Entschuldigung. So, jetzt. Mensch, ey. So, was dem willst du jetzt dranhängen? Ja, der muss dran. So, na dann hakt mal der Haken ein, jo. Ja, mach ich. Muss so ein bisschen ausfahren, ne? Mensch, quatsch mich nicht voll, ich muss gar nicht. Okay. So. Unten rein jetzt, ja. Komm, koppel an. So. Ja, hoch. Aber ja, mach ich doch. Bisschen ausfahren. Nein. Oh, okay, klappt. Nee, klappt nicht. Bisschen ausfahren. Ja, bin ja. Ich. So ist gut. Ja, jetzt drauf. Komm, drauf jetzt. Manni drauf. Was machst du da, Manni? Jetzt geht nicht. Dann geh weg da. Die Hydraulik spielt verrückt jetzt. Ja. Gut. Fahr zur Baustelle. Ja. Auf geht's. Ich hoffe, das ist jetzt wieder Spritzen da. Kann ich schneller fahren? Was ist denn das? Ja, weil du ihn noch nicht festgekuppelt hast. Bitte? Ja. Nicht. Wieso denn nicht? Fahr doch mal die Dinger wieder ein. Mach doch. Setz ihn ab. Gut, jetzt fahr. Jetzt geht's wieder, Günther. Ja. So, und jetzt hör mal auf, hier immer so einen Stress zu machen, Alter. Ich mach eine Wette, der hat noch nicht ein Ding gegossen. Dann gibt's aber Ärger diesmal. Der hat nicht mal die Betonbombe ausgefahren. Der ist jetzt nicht mal im Auto drin. Doch jetzt wieder. Der hat nicht mal die Betonbombe, Alter. Der hat nicht mal die Betonbombe ausgefahren. Ich krieg zu viel. Guck, jetzt tut er schnell den Rüssel raushauen, jetzt hier, wo er uns um die Ecke kommen sieht. Das ist doch ein. Das kannst du vergessen, Günther. Was willst du mit dem? Wenn jemand von den beiden faulen Säcken die Bettenmischer anschalten würde, könnte ich hier arbeiten. So. Genau. Lass das Ding erstmal hier stehen. So. Komm, wir gehen mal vor zu dem. Mal gucken, was er will. Was diesmal die Ausrede ist. Soll ich ihn die Halle hier, die baut sich. Ey, es ist unklar. Wirklich soll unklar. Ich, soll ich ihn da, schöne daneben hier unten drauf aufs Fundament. Junge. Ey, du Flitzbiebe! Ey, du Flachzange! Du sollst die Pfeile ausdingsen, ja! Mach ich ja, du Opfer! Günther, der hat das schon wieder gesagt. Ich hab's gehört. Dominik, wir müssen mal über deine Aussprache reden. So geht das nämlich nicht, ne? Wir müssen bald über meinen Vertrag reden. Sonst muss ich meinen Vertrag, reden. Junge? Den nächsten Vertrag, den du noch unterschreibst, ist der, welche Ohrengröße, wenn du so weitermachst. Wenn es bald einen Vertrag gibt, dann werde ich meine Arbeiten einstellen. Was denn für Arbeiten? Was ich die ganze Zeit schon gemacht habe. Ja, was denn da davon? Gegossen. Ja, gegossen. Seht ihr, was du gegossen hast? Ist die Blumen in deinem Magen, Junge. Dominik. Währenddem ihr 5 gegen 1 gemacht habt, habe ich gearbeitet hier. 5 gegen Willi heißt das. Aber Dominik, wir hatten ja bei der ersten Mal, wo wir hier die Pfeiler gespritzt haben, ein paar Probleme, dass wir da nicht rankamen. Ne? Und ja. Eigentlich müsste man sich sowas merken. Jetzt hast du das Ding wieder so hingestellt. Der hat ja nichts kapiert! Aber es ist ja gegangen letztes Mal. Ich weiß nicht, wo dein Problem ist. Na, wo ist denn dein Problem, hä? Günther, erklär mal, wo ist denn dein Problem, ne? Manni? Hä? Was hast du für ein Problem, Günther, hä? Manni? Hä, Günther? Ich glaube, da wird dann doch nichts. Verstehst du? Hast du mir jetzt hier ins Gesicht gerülpst? Na, aber volle Bulle. Ja, kein Vertrag. Ein Bier, fertig. Unglaublich. Scheiße selber machen hier. Mach mal. Sag mal, wie viel Liter, wie viel solche Betonmischer willst du noch in den Säulen einlaufen lassen?
Ja, chill mal deine Base. Ja, chill du mal lieber das Ding hier rüber an die nächste Säule. Sonst breche ich dir den Arm, Junge. Mal eine Frage, habt ihr heute auch schon was gemacht? Brot kann schimmeln, was könnt ihr? Wir haben den Container schon geholt. Ich will ja nichts sagen, gell? Und wir waren bei der Fettigwandfabrik und haben dort schon. Ja, aber ich will nichts sagen. Ey, du, wir müssen uns nicht vor dir rechtfertigen. Verstehst du das? Wir sind nämlich hier die Chefs. Und wenn wir uns hier vorne in den Gartenstuhl nehmen, verstehst du, und den hier auf den Rasen legen und dir bei der Arbeit zu klotzen. Ach, so wie ihr es immer macht, meinst du? Und jetzt gießt die Pfeiler, Junge. Sonst steckst du so einen Pfeiler, das sag ich dir. Ich bin gespannt, wie du hier hinten an den rankommst. Müsst doch super hören. Ging ja beim letzten Mal auch. Ich bin super schlau. Ich kann alles, weil mein Name ist Dominik. So. Komm, nein. Den Beton. Den Pfeiler. Bist 2 Meter daneben, Junge. Anschalten, vielleicht geht's ja, vielleicht geht's nicht. Ja, du bist 2 Meter daneben auf der Wiese. Mach jetzt den Pfeiler, nein, jetzt hier. Mann hier. Bin ich Günther? Ja. Was machen wir jetzt mit dem? Was überlegst du denn hier hinten? Hörst du, sag mal? Bitterlich. Ja, weiß. Alter, sag mal, was ist los, ey? Wir sind auf der Baustelle. Straff dich mal! Ich weiß aber nicht, wie sowas hier passieren konnte. Oh. Sehr stark Kopfschmerzen. Ah. Jetzt hat er auch noch Kopfschmerzen. Hier, Günther! Verpisst hat er sich! Komm her hier und verpisst hat er sich! Ey, ich mach die Scheiße jetzt selber hier. Ich hab gesagt, wenn es keinen Vertrag gibt, dann geh ich fertig. Ey, ohne Mist, Alter. Ohne Mist. Ich sag dazu nichts mehr. Ich sag dazu nichts mehr, Günther. Ja. Manni? Was? Ja, tut mir echt leid. Was du. Oh, Scheiße! Was denn? Ich weiß was nicht, wie. Jette? Manni, ich bin, glaube ich, bin blind! Ich bin blind! Günther! Ich hab hier was im Auge gekriegt! Günther, Manni! So, mir ist Beton ins Auge gespritzt! Günther! Ich seh nix! Günther, Beton ist im Auge! Oh nee, Manni! Günther, was ist jetzt? Guck mal im Handschuhfach, wenn du noch ein bisschen was siehst. Ich seh nicht, Junge, ich hab da auch ein Tool! Da ist eine Augenspritze drin, hier für Wasser! Günther, ich finde nicht! Günther, das ätzt! Oh, was ist denn jetzt? Mann, ich seh doch selber nix. Günther, ich seh nix. Ich auch nicht, bin blind. Günther, es dringt langsam in mein Horn ein, ich glaube, ich sterb. Mann, nein, mein Lieben, du musst leben. Ich seh immer noch nix. Das ja, dauert nicht. So lang. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Mal schauen, ob die das gemacht haben, nicht, aber ich denke das Schlimmste. Ey, Alter, das ist Günther, du lädst ja Leute ein, echt, das ist. Kannst du maximal zum Karneval schicken? Auf Karneval hätte ich jetzt aber Lust, du. Genau, hier ist nix! Ich sehe auch nix! Manni! Oh. Oh, das geht nicht mehr. Hui! Huhu! Toll! Ich hab die Spritze gefunden! Ist die vorbereitenden Elemente die Scheiße demnach nicht abgeschlossen? Unglaublich! Ey, halt die Fresse! Halt die Fresse, Alter! Wisst ihr wie? Du hast ja einfach mal Piss hier von der Arbeit. Also halt jetzt die Fresse. Gehen wir mal so. zu den Opfers. Also das ist jetzt echt Arbeitsverweigerung. Ich weiß nicht, wie wir das noch weiter verkaufen können. Ne, gar nicht. Gar nicht können wir das verkaufen. Ja, da muss man meinen Vater mit ihnen reden. Den Typ kannst du verkaufen. Den Typ kannst du verkaufen, Alter. So. Ist die scheiß Pfeiler jetzt selber, ey. Wenn ich sehe, wie der da drinnen an den Knöpfen sitzt, an dem Ding, Junge, und der rumdrückt und rumpimpert, ey, und nichts wird, Alter, ohne Scheiß. Da wird der Himmel Angst, würde da. Sehr schön, die Hälfte wieder auf das neu gebaute. Ja, erzähl du mir mal noch was, Junge. Erzähl du mir mal noch was. Ey, ohne Scheiß, Alter. Erzähl mir mal noch was, ey. Könntest du den Arm noch ein bisschen höher heben? Dann würde es noch von weiter oben hineinfallen. Kann ich machen. Aber du kannst ja langsam mal eng machen, du Darm, du Engdarm, du. Du Engdarm. Junge. So, Günther, siehst du das hier, wie ich einen nach dem anderen hier voll gieß? Ich seh's. Ja, Manni, siehst du das? Ratzfatz geht das. Ja, ratzfatz, Günther. Ratzfatz. Bin ich echt stolz drauf.
Ja. Und bei wem geht's nicht ratzfatz? Beim Dominik. Aber bei wem noch? Sonst wüsste ich keinen. Wie wüsstest du keinen? Bei dir? Nee, bei mir ist alles super hier. Scheißdreck ist super. Hier, guck Junge, wie ich das Ding händel hier. Legst du dich jetzt noch mit mir an? Eben mit einem Arm, Junge, mit einem Arm. Dominik! Ja? Pack mal das Sixpack aus. Ja, wäre ich ja wahnsinnig. Auf das. Und aus. Auf und aus. Ja. Oh, danke. So, toll, Dominik. Und wie kommen wir jetzt hier ran, Dominik? Hä? Wie kommt man jetzt hier ran, Dominik? Erzähl mal. Ich dachte, du bist hier Mr. Betonpumpenfahrer. Super schlau, mach doch die Scheiße selber. Wie, genau, so wie du das Ding hier hingestellt hast, auf jeden Fall, ey. Bist du ja Mr. Beton-Superpumpenfahrer, ey. Ohne Scheiß, Alter. Das kannst du keinem erzählen. Siehst du, hat hier eine große Fresse, aber dann kann er nichts. Ja. Gut, sind wir von ihm gewohnt, aber anderes Thema. Ja. Kinder, schaff den Typen weg. Kinder, schaff den Typen weg. Diese Stimme macht mich aggressiv, Alter. Wir brauchen ihn noch. Was? Ja, wir haben bald was denn? Wir haben bald Inventur. Oder willst du bis abends 10 und den Betrieb zumachen? Dann können wir lieber arbeiten gehen und der 10. Scheißdreck werde ich machen. Junge, ich gieße die Scheiße jetzt hier noch fertig, dann kannst du mich mal am Arsch lecken. Verstehst du das? Quatsch doch. Weil an die Hälfte der Pfeiler kommt man nämlich wieder nicht ran hier. Das ist zum Kotzen, ey. Wenn solche Amateure hier das Ding aufstellen, Alter. Ohne Scheiß. Krieg Plack, Alter. Krieg Plack. Krieg einfach Plack. Was machst du denn jetzt? Setzt das Ding um oder was? Ja, was soll ich denn machen? Soll ich den Arm abbrechen oder was? Der Dominik hat was ja machst du denn jetzt? Setze das Ding. Was? Ja, aber der Dominik hat es doch auch irgendwie geschafft. Ja, mach mich raus. Alte Fresse. Ja, weißt du, ich bin halt Spezialist. Er ist ja, du bist speziell, da hast du ruhig. Und du hast Special Effects, da hast du auch recht. Ich bin speziell und er ist ein spezielles Opfer. Ey. Wenn der das jetzt nochmal sagt, genau. Bring ich dann. Schau jetzt das an, Günni. Schau das an. Er stützt ab auf den frisch gegossenen Beton. Was Kinder. Für ein Grund-IQ muss man da ausweisen? Was Kinder. Für ein Grund-IQ? Günther. Ja. Gibt jetzt noch eine Möglichkeit. Ansonsten erledige ich das Ding. Ich schwör dir, das wird ungemütlich. Ich rede mal kurz mit ihm. Günther. Ja. Mach. Ich rede. Dominik. Ich höre dich nicht. Dominik? Ja. Hör mal, könntest du nicht vielleicht ein bisschen lieber zu dem Manni sein? Wieso kommt der abends immer zu dir und holt dir die Birne voll? Ja. Okay. Aber dann krieg ich endlich meinen Vertrag. Ja, ist das ja. Wenn du nicht lieb zum Manni bist, dann wird das nix. Das kapiert er nicht, der Hosenscheißer. Okay, aber im Vertrag muss auch drinstehen, dass ich dann höher gestuft werde als Manni. Kriegen wir hin. Wisst ihr, wie das ist mit den Leuten, die als letzter kommen? Gehen als letzter. Wisst ihr, wie das ist? Die stehen in der Schlange bestimmt nicht ganz vorne. Ja, immer ganz vorne, die mit der orangen Weste. Ey, also. Günther, das ist schon anders frech, gell? Will ich jetzt mal sagen. Mach den zur Doppelrone, ey, wenn das so weitergeht. Ohne Scheiß, Alter. Kannst du mir erzählen, hier, guck dir an die Scheiße. Alleine hab ich alles fertig gemacht. Hier, guck's dir an. Alleine fertig gemacht, hier. Dem Scheißdreck hier. Was hat der gemacht? Nichts hat er gemacht. Alles. Große Fresse. Was? So, lass mich noch eben den Container absetzen, Manni. Ja. Und dann holen wir am nächsten Tag mal eben die Fertigwände. Unglaublich, Alter. Lass die Schmutze da ruhig mal stehen. Lass die da ruhig mal stehen. Boah, ich jetzt erstmal hier raus. War ja. Den scheiß Container jetzt dahin. Bin dabei. Da. Hey, Manni. Was? Du musst ruhig bleiben. Nee! Kann ich ruhig bleiben? Warum nicht? Was? Warum nicht? Weil der mich aufregt. Der macht doch gar nichts. Doch. Alter! Dann bist du doch zu doof, oder was? Mensch, ey, ich hab's ja nur mit Amateuren. Oh, Alter, ey, ich hab's ja nur mit Amateuren zu tun. Ey, Günni, sag dem mal, er soll Kippen holen, meine Kippen sind alle. Das sag ich mal besser selber. Halt an, mach die Tür auf. Mach die Tür auf! Nein, Mann, jetzt bleib ruhig. Mach die Tür auf! Mach das Brett auf, komm da raus! Komm da raus mit deiner hässlichen Fresse, die haust jetzt zu Klump.
Jetzt hört auf. Der Gauskinder, der kehrt euch im LKW die Fresse ein. Der geht mir auf den Sack, schaut ihr jetzt mal aufs Müll. Was machst du mit dem Container, Junge? Ja, absetzen. Ist das ein Disco-Container oder was? So, jetzt müssen Alter. Wir die Fertigbauwände holen, aber das machen wir morgen. Ja. Das mache ich, das kann ich gut. Das kann ich du kannst einen Scheißdreck, kannst du, verstehst du das? Das kann ich gut. Mm, du kannst. Da, und jetzt schieb mal deine Base, stamm. Ja, Junge, Raptors Kick gibt's schon wieder. Ist der nicht mal. Hier. Hol mal Kippen, dann macht er nichts Blöderes. Günther. Du, Günther. Der so, ist, Leute. Ist der, wenn der morgen hier ist, bin ich stark, ey. Ist auch schnell. So, meine lieben Freunde, wir machen jetzt hier Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Kackwurst. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Basti. Tschüss.